Hallo Freunde des Software Entertainments, herzlich willkommen bei Never Code Alone. Im letzten Video hatten wir diese Geschichte, dass wir eine Property Available setzen wollen, die eine Checkbox ist und wir die Default für alle Konferenzen setzen wollten. Und das hat ja nicht so richtig geklappt. Jetzt habe ich aber die Antwort noch aus dem Sulu Slack von einem Core Developer bekommen. Vielen Dank. Und Grüße nach Österreich an der Stelle, die eben halt sagen, komm, konvertier das eben halt rum. Statt available nennst du das Ganze einfach hide. Und wenn es dann unchecked ist, also es ist praktisch eine doppelte Verneinung, also das hier ist ein Ausblenden Button. Und damit kann ich eben halt sagen, dass ich das Ganze hier rumdrehe. Und wenn wir jetzt hier in unseren Datensatz halt entsprechend reingehen und hier nochmal den Cache löschen, ich musste hier gerade nochmal Revert machen von einem einzelnen Commit, weil ich hier Sachen durcheinander gebracht habe, dann können wir das hier aktualisieren. Und jetzt ist es nicht gehidet. Sollte also da sein. Das ist das, wie wir ja auch initial reinkommen. Okay, hier habe ich mich kurz verschrieben. Das ist nicht schlimm. Wir schauen jetzt mal, ob es heißt schon ausblenden. Ja, Content.hide. Ich schaue mal eben, was ich hier für ein Unexpected Token Name of Value Content End of Statement Block expected. Okay, hier kommt noch ein Is. For is not defined. Jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Das habe ich mir hier mal auf die Schnelle zurecht gegoogelt. Ist halt auf Freitagabend kurz vor 7. Von daher, falls euch das hier gefällt, gebt der Sache bitte ein Like. Ich veröffentliche das auf jeden Fall immer auch für euch. Unexpected Operator is not. Okay. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zack, das kommt so rum. Hoffen wir mal, dass ich hier, ja, es ist auch ein ganzer Arbeitstag hier in mir. Aber so ist das Leben, echt. Ja, da seht ihr auch ein bisschen Debugging. Okay, jetzt sollte es entsprechend Default sein. Das heißt, der Sponsor ist da. Das ist jetzt nicht gegeben, hatte ich draufgeklickert. Der hat ein Ausblenden. So, ich lösche jetzt an der Stelle nochmal den kompletten Cache. Das ist jetzt halt auch so, da müssen wir durch. Ist bitter, ist so, wie es ist. Aber so ist das Programmieren, ja. Ist auch Debugging. Ihr seht eben halt am lebenden Objekt, wie ich in Fehler reinlaufe, nur so fertig gekocht ist. Das will natürlich auch keiner haben. Aber wir ziehen das jetzt auch durch. Cache nochmal gelöscht. Frontend Cache geladen. Das Element ist nicht da. Wir rufen die Seite hier komplett auf. So, die haben wir jetzt hier einmal auf voller Breite. Das heißt, wir haben die Symfony Debug Bar vor Ort, beziehungsweise verortet. Kann es sein, dass ich hier einfach die Sachen leer habe? Wir hatten ja vorhin gesehen, dass das Timetable optional ist, wenn die Sachen, nein, die sind da. Das heißt hier, Ausblenden ist nicht gesetzt. Also, wenn das nicht defined ist und die beiden Values gesetzt sind, dann soll entsprechend die ganze Geschichte hier gerendert werden. So steht es da. Hier haben wir das Content Hide. Ich gehe an der Stelle hin, mache einmal Steuerung J, mein Debug Internal, gebe hier Content rein. Rufe das Frontend neu auf. Habe jetzt alles, was in Debug drin ist, hier. Sind sehr viele Daten, die hier passieren. Hier dürfte aber kein Hide sein. Und Hide ist hier in dem Falle false. Das heißt, es ist defined und hat den Value false. Das kann natürlich damit zusammenhängen,
dass wir hier netterweise gesagt haben, dass der Default Value True ist. Wenn wir die Dokumentation, die habe ich jetzt natürlich zugemacht, richtig gelesen hätte, dann sollte das jetzt null sein. Das heißt, wenn ich jetzt den Cache nochmal lösche, dann sollte der Content rausgerendert werden, entsprechend da das Null drin sein. Das kommt noch nicht raus und wir haben immer noch unseren Hide als False hier drin. Tricky. Jetzt ein Fallback da entsprechend schreiben muss, weil das vielleicht, weil ich mir jetzt gerade den ganzen Kram halt kaputt gemacht habe. So oder so ist es so, dass mir das hier nicht so gefällt. Ja, also ich möchte das mal hier verschachteln und sagen, alles klar, wenn, kann man auch mal auf Englisch schreiben, zip, zip, if. Content.height is not defined or Content.height is false. Dann soll die ganze Geschichte hier gerendert werden. Und dann habe ich hier nochmal ein zusätzliches If-Statement, das ich hier jetzt einmal so ein bisschen lesbarer eintrage. Zip, zip. Und kann jetzt hier hingehen und sagen, hoppa, kann man auch mal richtig schreiben. And if. So, damit habe ich das schon mal getan. Kann das hier wieder einklappen. Jetzt sollte die Funktionalität hergestellt sein. Hier ist jetzt unser Sponsor wieder aktiv. Wenn das Ding nicht gecheckt ist, das ist der Default-Zustand in anderen Dingen. Wenn ich das jetzt hier checke und speichere, dann sollte es gehidet sein. Das ist der Fall, wenn ich auf ein anderes Event gehe. Default soll die Geschichte rauskommen. Das ist gegeben. Damit ist die ganze Sache erledigt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Praktisches Webdevelopment als Live-Coding. Ja, gerne Daumen hoch. Gerne dem Kanal hier folgen. Zweimal die Woche kommen hier Tutorial-Videos raus. Hier ist jetzt noch ein Video, das dir gefällt. Die Playlist insgesamt zum Zulu CMS. Damit bin ich raus. Wünsche dir einen tollen Tag und grüne Pipelines. Bis dann und tschüss.